Millionen Jahre sind seit dem Aussterben der Dinosaurier vergangen. In dieser Zeit entwickelten sich kleinere Tiere, darunter auch kleine Säugetiere, die an Zahl und Artenvielfalt allmählich zunahm, bis sie im Miozän zur vorherrschenden Tiergruppe wurden und sich dank der klimatischen Veränderungen stark diversifizierten. Der Planet Erde verändert weiterhin sein Aussehen, da die Kontinente in ihre heutige Position driften, wobei sich Afrika, die arabische Halbinsel und Indien in dieser Zeit weiter nach Nordwesten bewegen. Im Laufe der Zeit kam es zunächst zu einer globalen Abkühlung, die die Fähigkeit der Atmosphäre zur Feuchtigkeitsaufnahme verringerte, was eine zunehmende Trockenheit zur Folge hatte. Der Planet Erde erfährt allmählich einen allgemeinen Temperaturanstieg von bis zu 5 Grad Celsius über, ein Phänomen, das als miozänes Klimaoptimum bekannt ist. Afrika spaltet sich in zwei Hälften, wodurch die Fauna des Kontinents isoliert wird und neben vielen anderen Tieren auch die Affen unter den Folgen der Naturkatastrophe leiden. Der große Grabenbruch beginnt sich zu bilden, und im westlichen Teil dieses Bruchs entsteht ein hunderte von Kilometern langer Gebirgszug, der die feuchten Strömungen des Indischen Ozeans am Durchgang hindert, sodass die Regenfälle das Innere des Kontinents nicht erreichen. Das obere Miozän verursachte den Rückgang der tropischen Regenwälder in der gesamten Region, was auch zu einem erheblichen Rückgang der Wälder führte, da die Niederschläge immer knapper wurden. Diese neuen klimatologischen und orographischen Bedingungen werden sich erheblich auf die Ökosysteme und damit auf das Leben auf der Westseite auswirken, wo die Tierwelt dieses Gebiets in zwei Gruppen unterteilt ist, die Savannenbewohner und die Waldbewohner, mit völlig unterschiedlichen Bedingungen und Anpassungsstrategien. Die Savannenbewohner leiden unter dem Verlust der Baumumgebung, in der sie sich entwickelt haben und die ihnen Schutz und leichte Nahrung bot, was den Lebensstress erhöht. Ebenso wie die Tiere mussten sich auch die Pflanzen an diese Veränderungen anpassen, und es ist wichtig festzustellen, dass trotz des Verschwindens einiger Arten ein großer Teil der Tiere und Pflanzen des Miozäns heute noch existiert. In diesem Zusammenhang begann vor etwa 10 Millionen Jahren ein seltsames Säugetier, das wir als gemeinsamen Vorfahren bezeichnen und das in den Bäumen lebte, auf einfache Weise und durch kurze Reisen auf den Boden hin abzusteigen, um ein neues Territorium zu erkunden, was im Laufe von Millionen von Jahren den Beginn einer allmählichen Evolution markieren sollte. Unsere Geschichte beginnt vor 7 bis 6 Millionen Jahren mit dem Praeaustralopithecus, den ersten Hominiden in unserem Stammbaum als Gattung. Ungefähre Höhe 150 cm, ungefähres Gewicht 70 kg, Zeitalter Miozän, möglicher Lebensraum sumpfige Gebiete, Standorte Tschad, Afrika, Jahr der Entdeckung 2001. Hallo, gestatten Sie mir, mich vorzustellen, ich bin Sahelanthropus tjadensis, ein Name, der sich von Sahel, der Region, in der ich entdeckt wurde, und von Anthropos, dem griechischen Wort für Mensch, ableitet. Mein Name ist Tumay, oder zumindest war das der Name, den mir meine Entdecker gaben. Tumay bedeutet in der Sprache der Kinuri in der Sahelzone, wo ich entdeckt wurde, Hoffnung auf Leben, denn so nennt man Kinder, die in der Trockenzeit geboren werden. Ich bin etwa 6 bis 7 Millionen Jahre alt. Für weitere Informationen werde ich Ihnen sagen, dass ich zu der Periode, die Messenin oder Messenin genannt wird, gehöre. Dies bezieht sich auf das letzte Zeitalter oder Stockwerk des Miozäns, das einen Zeitraum zwischen 7.246.000 Jahren und 5.332.000 Jahren umfasst. Mein Schädelvolumen beträgt etwa 300 Kubikzentimeter, was den der heutigen Schimpansen sehr ähnlich ist, und ich war 1,20 m groß bei einem ungefähren Gewicht von 70 kg. Ich bin eine Hominidenart, die jetzt ausgestorben ist. Ich habe keine Verbindung zu anderen früheren Hominiden, aber ich bin den Hominiden dennoch sehr nahe. Meine fossilen Überreste wurden in der Chorab-Wüste zusammen mit 9 Schädel- und Nachkranialresten von 6 Mitgliedern meiner Art gefunden.
Von der Position meines Schädels im Verhältnis zu meinem Körper her war ich abwechselnd zweibeinig, denn das Hinterhauptloch, in das meine Wirbelsäule eingesetzt ist, und seine Position im unteren Teil des Schädels deuten darauf hin, dass ich zweibeinig war. Das heißt, dass ich mich von Zeit zu Zeit auf die Hinterbeine stellte, um den Horizont zu sehen, wenn auch nur für sehr kurze Zeiträume. Die geografischen Gegebenheiten des Gebiets, in dem ich vor 7 Millionen Jahren im sogenannten Miozän gelebt habe, waren nicht die gleichen wie heute. Ich lebte in der Nähe des Megashat-Paläosees, wo es einen Wald, einen Fluss und eine bewaldete Savanne gab. Was die Fauna in meiner Umgebung betrifft, so wurden tausende von Wirbeltierfossilien gefunden, darunter Elefanten, Giraffen, Antilopen, Flusspferde, Krokodile, Eidechsen, Affen, Fische und Wildschweine. Ich ernährte mich von Früchten, Samen und Wurzeln und ergänzte meine Ernährung mit Kleintieren, da ich aufgrund der Morphologie meiner Zähne keine sehr harte Nahrung zu mir nehmen konnte, da meine Zähne klein sind. An den Orten, an denen ich gefunden wurde, wurden keine Gegenstände oder Werkzeuge gefunden, die mit meiner Existenz in Verbindung stehen, was bedeutet, dass es keine Hinweise auf kulturelle Eigenschaften gibt, obwohl ich möglicherweise sehr einfache Werkzeuge benutzt habe, die denen moderner Schimpansen ähneln, wie zum Beispiel Steine oder unveränderte Stöcke und andere Pflanzenmaterialien. Aber die Tatsache oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweibeinig war, setzt auch voraus, dass ich, wenn ich mit aufrechten Armen ging, meine Hände frei hatte, um sie für irgendeine Art von Unterstützung oder Hilfe zu benutzen. Es gibt keine Beweise für kulturelle Merkmale, aber meine Spezies könnte einfache Werkzeuge benutzt haben, ähnlich denen, die von modernen Schimpansen verwendet werden, einschließlich unveränderter Steine oder Stöcke und anderer pflanzlicher Materialien, die sehr einfach zu bearbeiten sind. Ungefähre Höhe 140 cm, ungefähres Gewicht 50 kg, Epoche Messinium, spätes Miozän, möglicher Lebensraum trockene immergrüne Wälder. Standorte Gebäud, Kapsumin, Kapzihiberek, Aragai, Kenia, Afrika. Jahr der Entdeckung 2001. Hallo, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Oroin Tugenensis, auch Jahrtausendmann genannt, weil ich im Jahr 2000 gefunden wurde. Der Name Oroin bedeutet in der Tugensprache Urmensch und Tugenensis, weil meine Fossilien in den Tugenbergen in Kenia gefunden wurden. Ich bin etwa 6,1 bis 5,8 Millionen Jahre alt, was dem Miozän entspricht, genauer gesagt dem Messinin des späten Miozäns. Meine Spezies wurde ausgelöscht. An dem Ort, an dem ich gefunden wurde, wurden insgesamt 14 Stücke gefunden, die zu einer Gruppe von 6 Individuen gehörten, von denen nicht bekannt ist, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Man weiß nur, dass eines von ihnen aufgrund der Größe seiner Zähne ein sehr kleines Kind gewesen sein könnte. Auf einem der gefundenen Oberschenkelfragmente befinden sich außerdem 2 Abdrücke, die denen der Eckzähne eines großen Raubtiers entsprechen könnten. Das bedeutet, dass einer meiner Gruppenmitglieder von einer Großkatze gejagt und gefressen worden sein könnte. Meine Entdecker glauben, dass ich zum menschlichen Stammbaum gehöre und behaupten, dass ich mich von der Gattung Australopithecus unterscheide, weshalb ich als direkter Vorfahre der Australopithecinen und damit des Menschen angesehen werde. Ich bin ungefähr 1,40 Meter groß. Die Größe meines Gehirns ist nicht bekannt, da im Schädel kein Material zur Messung des Schädelvolumens vorhanden ist, aber es wird geschätzt, dass es zwischen 320 und 380 Kubikzentimeter groß war. Der Hohlraum, in dem sich das Mark und das Gehirn treffen, ist oval und nicht rund wie bei den Affen, weshalb man davon ausgeht, dass ich zweibeinig war. Auch die Länge und Form von Ober- und Unterschenkelknochen sowie die Verbindung mit dem Becken weisen darauf hin, dass ich zweibeinig war, auch wenn ich die Fähigkeit zum Klettern auf Bäume behalten habe. Mein Gebiss ist klein mit kleinen Eckzähnen und ziemlich großen Backenzähnen, ähnlich wie beim Menschen, was darauf hindeutet, dass ich mich als Allesfresser eiweißreich ernährt habe. Meine Ernährung bestand aus Früchten und wahrscheinlich Ameisen und anderen Insekten. Ich lebte in einem offenen Wald mit vielen Bäumen. Es gibt keine Hinweise auf spezifische kulturelle Merkmale. Möglicherweise habe ich jedoch einfache Werkzeuge benutzt, die denen moderner Schimpansen ähneln, wie zum Beispiel Äste, Stöcke und
andere leicht zu bearbeitende Pflanzenmaterialien sowie unveränderte Steine. Hallo, ich bin Ardipithecus Kataba und mein Name hat seinen Ursprung in der Sprache Afra, der lokalen Sprache des Ortes, an dem ich gefunden wurde, so dass Ardi Boden bedeutet, und das kombiniert mit dem Wort griechischen Ursprungs Pithecus, was Affe bedeutet, und Kataba, was ältester Vorfahre bedeutet, ergibt zusammen meinen vollständigen Namen. Ich bin etwa 5,8 Millionen bis 5,2 Millionen Jahre alt, was dem Miozän entspricht. Genauer gesagt dem Messenin des späten Miozäns. Meine Spezies wurde ausgelöscht. Zwischen 1997 und 2000 wurden im heutigen Äthiopien Proben von 5 Mitgliedern meiner Art gefunden, darunter Zähne, Kiefer, Hände, Zehen, Arme, Schlüsselbeine, Zähne und Kiefer. Später im Jahr 2002 wurden in der Gegend von Asakoma im mittleren Awash 6 Zähne gefunden, die aufgrund ihrer besonderen Merkmale die Forscher zu der Annahme veranlassten, dass ich zu einer eigenen neuen Art und nicht zu einer Unterart von Ardipithecus ramidus gehöre, wie zunächst angenommen wurde. Ich bin also ein Glied im Übergang vom Schimpansen zum Ardipithecus ramidus, der späteren Art des Australopithecus und der ersten Art der Gattung Homo. Mein Gehirn ist ungefähr so groß wie das eines heutigen Schimpansen. Schimpansen haben ein Schädelvolumen von 320 bis 480 Kubikzentimetern. Was meine Gestalt und Größe betrifft, so bin ich nach meinen fossilen Überresten auch modernen Schimpansen ähnlich, die in aufrechter Haltung als Erwachsene zwischen 1,5 und 1,7 Meter groß sind. In freier Wildbahn wiegen die Männchen zwischen 34 und 70 Kilogramm, die Weibchen zwischen 26 und 50 Kilogramm. Die Knochenstruktur meiner Zehen deutet darauf hin, dass ich möglicherweise zweibeinig war. Meine Backenzähne sind größer als die von Schimpansen, aber meine unteren Eckzähne und oberen Prämolaren sind denen von Hominiden ähnlich. Meine großen hinteren Backenzähne und die schmaleren Schneidezähne deuten darauf hin, dass neben Früchten und Blättern auch andere faserhaltige Nahrungsmittel wie Nüsse zu meiner Ernährung gehörten. Ich lebte an einem Ort, an dem es Wälder und Wiesen mit Seen, Sümpfen und Quellen gab. Es gibt keine Hinweise auf spezifische kulturelle Merkmale. Möglicherweise habe ich jedoch einfache Werkzeuge benutzt, die denen moderner Schimpansen ähneln, wie zum Beispiel Äste, Stöcke und andere leicht zu bearbeitende Pflanzenmaterialien sowie unveränderte Steine. Hallo, ich bin Ardipithecus ramidus. Ardi bedeutet Erde und Pithecus bedeutet auf Griechisch Affe, und Ramid ist die Wurzel in der amharischen Sprache des Ortes in Äthiopien, wo ich gefunden wurde. Aber ich ziehe es vor, Ardi genannt zu werden. Ich bin 4,4 Millionen Jahre alt, was dem Paläozän entspricht, das vor 5,33 Millionen Jahren begann und vor 2,59 Millionen Jahren endete, genau gesagt der Zenklian-Periode. In diesem Zeitraum war die globale Durchschnittstemperatur möglicherweise um etwa 3 Grad Celsius höher als heute. Dies war eine Zeit, in der sich die biologische Vielfalt sowohl in der Botanik als auch in der Zoologie stark veränderte, da sich Pflanzen und Tiere in verschiedenen Regionen ansiedelten, die durch die klimatischen Bedingungen beeinflusst wurden. In diesem Zeitraum kam es auch zu bedeutenden Veränderungen in der Verteilung der Wassermassen. Ein Beispiel dafür ist das Mittelmeerbecken, das sich wieder mit Wasser aus dem Atlantik füllte und damit die sogenannte Messinische Salzkrise beendete. Auf dem Stammbaum der Evolution bin ich in der Familie Hominidae, in der Unterfamilie Hominini, an der gleichen Stelle wie Sahelanthropus und Tugenensis zu finden. Mein nächster Vorfahre ist jedoch Ardipithecus kataba. Es wird spekuliert, dass meine Art ein direkter Vorfahre von Australopithecus ist. Nach dieser Hypothese bin ich der letzte gemeinsame Verwandte von Menschen und Schimpansen. Meine Spezies wurde ausgelöscht. Aufgrund des Fundortes der Fossilien gehen die Forscher davon aus, dass ich im Eostal in Äthiopien lebte, aber es wurden auch Fossilien in Kenia gefunden, die zu anderen Mitgliedern meiner Art gehören könnten. In den Jahren 1992 bis 1993 wurden einige Oberkiefer gefunden, später im Jahr 2005 wurden die Überreste von mindestens 9 Individuen in Asduma in Nordäthiopien entdeckt.
Später im Jahr 2009 wurden neue fossile Überreste im Affatal entdeckt, wo 235 Überreste von mindestens 36 meiner Mitmenschen gefunden wurden. Nach der Entdeckung meines fast vollständigen Skeletts konnten viele Zweifel an meiner Spezies ausgeräumt werden, so deutet beispielsweise die Form des oberen Teils meines Beckens darauf hin, dass ich zweibeinig war und mit geradem Rücken ging, aber die Tatsache, dass die große Zehe auch als Gegenzehe meiner Hände und Füße bezeichnet, nach innen abgewinkelt war, zeigt, dass ich auf der Außenseite meiner Füße gelaufen sein muss und daher keine langen Strecken gehen konnte. Eine weitere Tatsache in diesem Zusammenhang ist, dass mein Fußgewölbe nicht ausgeprägt ist, was ebenfalls darauf hindeutet, dass es für mich schwierig gewesen wäre, über längere Strecken aufrecht zu gehen. Außerdem deutet meine Schädellage auf einen gewissen Grad an Zweibeinigkeit hin, da sich meine kleine Schädelbasis direkt über der Wirbelsäule befindet und mein Becken, meine Ober- und Unterschenkelknochen auf Zweibeinigkeit hindeuten. Meine körperliche Konstitution unterscheidet sich weitgehend von der eines Schimpansen oder eines modernen Menschen, was darauf schließen lässt, dass diese Unterschiede nach einer Trennung zwischen den beiden Arten entstanden sind. Mein Gehirn hatte eine Größe von etwa 350 Kubikzentimetern, ähnlich der eines Schimpansen. Ich war etwa 1,20 Meter groß und wog etwa 50 Kilogramm. Was meine Zähne betrifft, so habe ich Ähnlichkeiten mit modernen Affen, aber auch einige Merkmale, die auf eine Verwandtschaft mit dem Menschen hinweisen. Die Größe meiner Backenzähne war im Vergleich zu meinen anderen Zähnen relativ groß. Die Dicke meines Zahnschmelzes war geringer als die des Australopithecus, aber größer als die eines Schimpansen. Meine Backenzähne waren ähnlich angeordnet wie die von Menschen. Diese und andere Merkmale deuten darauf hin, dass ich mich hauptsächlich von Gemüse ernährte, obwohl ich auch Wirbeltiere und kleine Insekten verzehren konnte, also eher ein Allesfresser war als ein Schimpanse. Es ist möglich, dass ich auch Früchte, Nüsse, Eier und kleine Säugetiere gegessen habe. Als ich vor 4 Millionen Jahren lebte, war Eramis ein üppiger Dschungel, der von Flüssen und Bächen durchzogen war, ähnlich wie ein sehr feuchter Wald, ohne dass es regnete. Die Fauna bestand aus Tieren wie Elefanten, Antilopen, Giraffen, Säbelzahngiraffen, einigen Affenarten und mehreren Vogelarten. Es gibt keine Hinweise auf spezifische kulturelle Merkmale. Möglicherweise benutzten sie jedoch einfache Werkzeuge, die denen moderner Schimpansen ähneln, wie zum Beispiel Äste, Stöcke und andere leicht zu bearbeitende Pflanzenmaterialien sowie unveränderte Steine.